Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch 5 Dinge, die sich jeder in Minecraft wünscht. Besser gesagt, 5 Dinge, die ich mir in Minecraft wünsche, aber ich denke mal, der ein oder andere Punkt wird dabei sein, wo ihr sagt, ja, das wünsche ich mir auch. Falls ihr noch andere Sachen habt, die ihr euch wünscht, die hier jetzt nicht dabei sind, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt einfach mal an. Denn ich meine, wer von euch kann bitte den Creeper leiden? Also ich denke mal, jeder von euch hasst ihn. Jeden hat er schon mal weggesprengt. Er hat jeden schon mal getötet. Er hat jedem schon mal eine Klippe runtergesprengt. Und auch jedem schon mal sein schönes Haus kaputt gesprengt. Deshalb meine ich, es ist ein Wunsch von vielen, dass der Creeper entfernt wird bzw. gebannt wird. Das Ganze habe ich aber als 5. Punkt genommen, weil ich mir dachte, der Creeper gehört schon irgendwie dazu. Natürlich nervt er absolut und fuckt jeden ab, aber irgendwie gehört er dann doch zu Minecraft, auch wenn wir ihn eigentlich immer hassen. Denn ich hätte sehr gerne noch weitere Golems im Spiel. Einmal den Diamant-Golem, der dann einfach super viel aushalten könnte. Dann noch einen richtig cool aussehenden Smaragd-Golem, der auch ziemlich viel aushält. Und dann sogar auch noch... Ganz lustig war gerade, ich muss hier noch was fixen, denn hier war einfach ein Enderman, der hat mir einfach den Kürbis geklaut. Ich muss mal gucken, ob das hier mit in der Aufnahme drin ist, dann könnt ihr das noch sehen. Und dann sogar auch noch einen Holzgolem, der dann einfach ziemlich schwach wäre zwar, der hätte auch, würde auch nicht so viel aushalten, aber er wäre halt ziemlich billig und man könnte sich eine richtige Armee bauen. Sonst, man würde den genauso bauen wie den normalen Golem, einfach mit 4 Blöcken und dem Kürbiskopf obendrauf. Und ich würde sagen, machen wir direkt weiter. Das gibt es nicht. Hier seht ihr es, dahin hat der Enderman, wenn das geht, also ich glaube schon, hat anscheinend den... Kürbis irgendwie umgepflanzt, den muss ich jetzt noch ganz schön entfernen. Kommen wir aber zu der eigentlichen Sache, denn ich fände richtig cool, wenn es noch weitere Bosse gäbe. Das würde Minecraft einen viel cooleren Reiz geben, wenn es auch nochmal Bosse gäbe, die richtig stark sind, gegen die man kämpfen würde, die dann wirklich ziemlich heftig sind, wo man vielleicht auch mal ein bisschen in Schwitzen kommt. Ich meine, bei dem Ender Dragon und bei dem Wither hat man eigentlich kaum Probleme, wenn man wirklich sich voll ausgerüstet hat. Und das ist einfach zu easy mittlerweile in Minecraft und deshalb wäre ein neuer Boss super cool und würde auch ziemlich Abwechslung ins Spiel bringen. Kommen wir zum nächsten Punkt, den bestimmt jeder fühlen wird. Nämlich die Smaragd-Rüstung. Es wäre super cool, wenn wir einfach mit dem normalen Stuff, wie wir auch Diamant-Rüstung bauen, einfach eine Smaragd-Rüstung bauen können. Ich meine, wer hat nicht damals in einer seiner ersten Runden versucht, mit Smaragden eine Rüstung oder ein Schwert zu bauen? Ich glaube, das hat wirklich jeder gemacht. Das Ganze muss auch nicht unbedingt auf nur Smaragde bezogen sein, sondern es wäre auch einfach cool, gäbe es noch ein paar andere Sachen, außer die, die wir bis jetzt haben. Natürlich ist es cool, dass wir jetzt wenigstens Netherit dazu bekommen haben. Und kommen wir zum letzten und ersten Platz. Also hiermit ist das Äther gemeint. Damals hat man es versucht und es ist das rausgekommen. Wie cool wäre es jetzt aber, wenn wir wirklich ein ganz normales Portal erschaffen könnten und dann ins Äther reisen können. Es wäre super cool. Es muss auch nicht unbedingt das Äther sein. Klar, das ist der Traum, der absolute Traum. Aber es wäre schon cool, hätten wir wenigstens ein paar andere Dimensionen, außer das Nether und das End. Es wäre einfach super nice und es würde ebenfalls das Spiel nochmal deutlich aufwerten. So, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ciao und bis zum nächsten Mal.